betonte der Anwalt für das Feststellen der besonderen Schwere der Schuld oder eine Sicherungsverwahrung, wie sie von Staatsanwalt und Nebenklage gefordert werden. Fehle die rechtliche Grundlage, der Vertreter der Nebenklage hatte in seinem Plädoyer gefordert, das Erwachsenenstrafrecht gegen Hussein K. anzuwenden. Der Angeklagte sei mindestens 22 Jahre alt, sagte Rechtsanwalt Bernhard Kramer vor dem Landgericht Freiburg. Dies habe die Beweisaufnahme ergeben. Zudem schloss sich Kramer, der in dem Prozess die Eltern der Getöteten vertritt, der Forderung des Staatsanwaltes an. Der Staatsanwalt hatte am Freitag Erwachsenenstrafrecht, zu dessen Alter es widersprüchliche Angaben gibt, hat zugegeben, im Oktober 2016 nachts in Freiburg eine 19 Jahre alte Studentin bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt und vergewaltigt zu haben. Die Frau ertrank im Fluss Dreisam. Der Angeklagte sagte in seinem letzten Wort, er bereue die Tat und entschuldige sich. Er wünsche sich, im Gefängnis eine Drogentherapie machen zu können. Bei der Tat stand Hussein K. nach Ansicht seines Verteidigers unter erheblichem Alkohol- und Drogeneinfluss. Quelle ntvde.